Es gibt super viele Menschen, die keinen Zugang haben zu Brillen, die kein Geld haben für Brillen. Und dadurch entsteht auch ein riesiger Einkommensverlust für Menschen, da Eltern teilweise nicht arbeiten können für ihre Kinder oder Geld verdienen können für ihre Kinder. Kinder können wiederum nicht in die Schule gehen oder können in die Schule gehen, aber können nichts lernen, wenn sie nichts sehen. Das ist so die Motivation, die mich dazu bewegt hat, das zu unterstützen. Und im Rahmen vom Studium sollten wir auch ein Praktikum absolvieren. Ich wollte schon auch immer ins Ausland und habe dann eben damals gehört, dass man die 1-Dollar-Brille ehrenamtlich im Ausland unterstützen kann. War dann für die 1-Dollar-Brille im Jahr 2018 ein halbes Jahr in Malawi und habe da eben auch die augenoptische Ausbildung ein bisschen betreut. Später habe ich das dann noch ehrenamtlich zu Hause weitergeführt während Abschluss des Studiums, das heißt auch Bachelorarbeit. Und dann hat eins zum anderen geführt und seit letztem Jahr Juni arbeite ich für die 1-Dollar-Brille. Ziel der 1-Dollar-Brille ist allgemein, die Menschen weltweit mit einer flächendeckenden Grundversorgung für Brillen im Prinzip zu erreichen. Erreichen wollen wir das größtenteils durch eine Ausbildung von Fachkräften vor Ort. Wir produzieren unsere Brillen ausschließlich vor Ort in den Projektländern. Ich habe ursprünglich angefangen mit der Lehre in Augenoptik, in dem Handwerk. Habe dann eine Zeit lang als Geselle gearbeitet. Wollte dann allerdings mal ursprünglich auch Filialleiter werden und habe deswegen meinen Meister- und Technikerabschluss in dem Handwerk gemacht. Damals wollte ich in die Industrie und in der Industrie werden eher Akademiker gesucht. Deshalb ich mich dann eben für den Studiengang hier in der Hochschule entschieden habe. Ich habe Augenoptik, Optometrie an der Hochschule München studiert und habe 2019, letztes Jahr im Juni, meinen Bachelor of Science abgeschlossen. Das Tolle an dem Studium in der Hochschule ist, finde ich, allgemein dieser große Praxisbezug. Ich würde sagen, dass wir eigentlich zu jedem Modul auch ein praktisches Seminar hatten und praktische Versuche. Und ich denke, das war die beste Vorbereitung auf den praktischen Berufsalltag später. Es ist einfach ein super vielseitiges Berufsfeld später. Man kann im medizinischen Bereich arbeiten, man kann in der Industrie arbeiten, aber genauso auch eben in der Forschung oder was mir eben super viel Spaß macht, eben noch handwerklich was zu machen. Und das heißt, den Leuten, die wirklich eine Mischung aus vielen verschiedenen Sachen sich wünschen oder danach suchen, denen würde ich allgemein so ein Studium auf jeden Fall empfehlen.